Apropos Kirche, es gibt ja auch Gottes Liebe und die Liebe zu Gott. Über das Erste kann man sich aus der Gehirnforschung wenig Gedanken machen, über die Liebe zu Gott aber durchaus. Religiosität, das ist zunächst einmal ein Faktum, betrifft mehr als 4/5 aller Menschen. Mit anderen Worten, die Menschen sind religiös. Natürlich gibt es sehr viele Religionen, mehr als es Sprachen gibt. Das Bedürfnis nach Religiosität ist also kulturell jeweils überformt. Genauso wie unser Hang zu sprechen jeweils in einer bestimmten Sprachgemeinschaft sich ausformt und wir deswegen Deutsch oder Chinesisch sprechen.